Es ist nicht zu fassen, ey. Es ist echt nicht zu fassen, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. So ein kleines Trüppchen, weißt du, zerlegt mir so einen schönen Panzer, ey. Dass die so empfindlich sind. Das ist doch scheiße, ehrlich. Ne? Ich meine, wenn ich die als Gegner habe, gut, dann ist es für mich von Vorteil. Aber trotzdem, das ist doch Mist. So komme ich nie an diesen Scheißpalast ran. Ich will, dass diese Kaktodes... Ja, genau, dass genau dieses Ding verschwindet. Genau das will ich. Ah, toll. Schon wieder kein Geld. Nein, dafür geben wir kein Geld aus. Nicht jetzt. Okay, so kann man es auch machen. Ja, das spart Geld. Dauert zwar eine Weile, aber so kann man es auch machen. Wo bin ich da nicht eher drauf gekommen? Ah, das hätte mir eine Menge Geld gespart. Auf die Idee muss ich erstmal kommen. Klar. Was ist das denn? Das ist nicht wahr, ey. Trick 17 hier, echt. So, jetzt kann er wieder zurückfahren und sich aufbauen. Dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, echt? Ah. Mann, Mann, Mann. Manchmal möchte ich mich einfach nur schlagen. Echt. Jetzt weiß ich auch, wie es manche von euch geht. Die werden wahrscheinlich schon längst in die Kommentare geschrieben haben. Mensch, nimm doch die Reparaturdrohne, kannst du dir das MEF einpacken? Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Ein bisschen spät, aber ich habe es gemerkt. Ach, guck mal, da sammelt sich schon wieder was. Da braut sich schon wieder was zusammen. Und natürlich reagiert er auf meine Truppen, war ja klar. Zu wenig Geld. Das ist sehr schön. Das erfreut mein junges Herz. Super. Weicht der Vordermann aus, wer kriegt's ab, sein Hintermann. Geil. Ist das nicht schön? Nein, das ist doch Geschütz. Ich glaub's nicht. Da ist noch ein... Alter. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Ja, also ich glaube, die Effizienz dürfte hier am Boden sein. Aus, wie ich finde, verständlichen Gründen. Ihr schickt mal wieder ein paar Sadokar, ne? Mann. Oh Mann, wenn das nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Echt. Das ist nicht zu fassen. Das ewige Let's Play. Gronkh hatte Minecraft, ich hab hier Abra als ewiges Let's Play. Schön. Oh Mann. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich den scheiß Palast da den Erdboden gleich machen kann. Mann, langsam wird's echt lächerlich. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Ein Hangar, den er nicht benutzt. Super. Und da ist ein Bauhof. Ich glaube, ich habe gerade seine Basis gefunden. Seine Hauptbasis. Moment, ist das seine Waffenfabrik? Tatsächlich. Platt machen! Ja. Weißt du, was ich mir da sage? Fick dich, Herr Kunde. Manchmal kann man schon arschig sein, ne? Schön. Mach dieses scheiß Ding da kaputt. Er braucht das nicht mehr. Mann, brecht endlich diesen fucking Widerstand. Ernsthaft? So.
Natürlich. Wollte jetzt mal meine Truppen streicheln, ne? Oh Mann, ey. Zu wenig Geld. Also echt beschämend, ey. Komm, jetzt geht kaputt. Danke. Es wurde aber auch mal Zeit. Mann. Okay, die Sadokar sind zwar umgebracht worden, aber sie haben ihre Mission erfüllt. Sie haben diese scheiß Waffenfabrik endlich mal platt gemacht. Endlich mal. Es wurde höchste Zeit. Du bist wieder bereit. Das ist schön. Dann kannst du wieder zurückgehen auf deine alte Position und dich erneut auspacken. So. Ich hoffe, ich habe den Sadokar jetzt den Hakonnen entscheidend geschwächt. So dass ich ihn gnadenlos wegpolieren kann. Das wäre mal schön. Das wäre echt mal schön. Dann hätten wir tatsächlich mal sowas wie Fortschritt. Dass ein Infanterist so viel Schaden an denen ausrichten kann, ne? Wahnsinn. Überroll den noch einfach, so. Und dann nimmst du das Ding gleich mal mit. Was ist das hier? Außenposten. Ja, den habe ich ja, glaube ich, verkauft, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Den können wir ja mal bauen. Wenn die nächste Lieferung mal kommt, irgendwann. Aha! Was haben wir denn da? Die sind zu. Mensch, sollten wir es tatsächlich mal schaffen, diese Mission? Das wäre ja eine Sensation, wenn wir das schaffen würden. Zu wenig Geld. Ja, Kommandant. Zahlungen sind eingegangen. Das ist aber sehr großzügig von ihm. Alter! Der Bauhof hat hier gar keine Chance dagegen. Habt ihr das gesehen? Das ist ja Wahnsinn. Wie der das Ding gerade regelrecht weggerissen hat. So, jetzt haben wir auch mal einen Außenposten. Es gibt direkt mal ein neues Gebäude, das wir gebaut haben. Wow. Wir könnten theoretisch jetzt unseren Palast bauen, aber ehrlich gesagt, ich verkneife mir das. Und dafür 1600 auszugeben für nichts und wieder nichts, muss nicht sein. Auf jeden Fall erkennt man jetzt den Unterschied zwischen der... zwischen dem Radar ohne Außenposten und dem Radar mit Außenposten. Ich sehe jetzt viel mehr als vorher. Überroll den doch einfach, genau. Einfach überrollen. Wenn dir einer blöd kommt, einfach überrollen. Also nicht bitte auf der Straße, nicht im Real Life machen, bitte. Das wäre nicht so gut. Sondern wirklich nur im Spiel. Oh, ich denke mal, das könnt ihr schon unterscheiden zwischen Spiel und Realität. Ja. Und natürlich wieder auf meinem Bauhof. Yay. Bauhof, hier MBF, komm nochmal zu Papa, ne? Reparaturdrohne, vorwärts. Das ist so bekloppt. Das ist so einfach, ey. Da wäre ich da mal vorher drauf gekommen. Nein, Lasi braucht erstmal eine Weile dafür. Nur Lars. Eigentlich mag ich den Spitznamen nicht so, den ich gerade genannt habe. Es sei denn, ein paar bestimmte Personen nennen den. Drei Personen. Alle Frauen. So ganz nebenbei. Ja. Hau ich einfach meinen Spitznamen raus. Das ist blöd. Ah, hier, was ist das denn hier? Och, nö. Wieso funktioniert das Ding eigentlich noch? Das dürfte doch schon längst inaktiv sein. Ernsthaft. Wie Einheit verloren? Willst du mich verarschen? Verarsch mich nicht. Tatsächlich, ey. Deswegen habe ich jetzt noch einen von denen verloren. Hä? Im Ernst? Nee, im Dieter. Ich weiß. Toll. Toll. Bau hat begonnen. Ja,
Der Wartebefehl. Wir sind unterwegs. Mann, ich vergesse jetzt die ganze Zeit das MBF. Das ist nicht gut. Dadurch sucht er sich ein neues Ziel. Wird ausgebildet. Er darf sich kein neues Ziel suchen. Wir müssen das alte Ziel auf dem Präsentierteller beibehalten. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Das ist so eine... Eigentlich so eine Pipi... ja, was heißt eine Pipi-Mission? Aber es ist... Das ist doch eine Mission, die müsste doch schaffbar sein. Ohne Probleme. Nein, der Lars, der bricht sich da erstmal schön einen ab. Schön. Ach, ja, Hauptsache, ihr habt euren Spaß dabei. Ja, darauf kommt es letztendlich an. Und ich habe ja auch mehr oder weniger Spaß dabei, ne? Auch wenn ich mir wünschen würde, dass diese wie ein Kaugummi langgezogene Mission langsam doch mal zu Ende geht mit einem Erfolg. Für mich natürlich, ist ja klar. Das wäre doch sehr schön. Wir müssen ja eigentlich nichts anderes tun, als diesen blöden Palast aus dem Weg räumen. Und gleich, Mission gescheitert. Nein, alles normal, scheiße. Das wär's, ey. Das... Nee, nee, das will ich nicht. Oh, Alter. Da ist echt noch ein Geschütz. Und natürlich ist es stark genug... Alter. Also langsam fühle ich mich echt verarscht. Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Ein Geschütz schafft es, zwei meiner Panzer wegzuhauen. Ihr seid doch bekloppt. Ich habe bestimmt schon längst mehr verloren als die Hakon. Das ist doch scheiße. Bau hat begonnen. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Echt mal. Das Problem ist, wenn ich dazu nah rankomme, dann werden die hier angezogen. Wird ausgebildet. Die Gelben. Die bösen Gelben. Das ist ja furchtbar. Abschluss einer Todeshand geordnet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ich für diese eine Mission gebraucht habe. Es sind bestimmt mindestens 6 Parts, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist Wahnsinn. Irre. Ja. Und wie geht es euch so? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich grüße alle Zuschauer da draußen, die sich das hier angucken, beziehungsweise zumuten, wie auch immer man es auslegen will. Abschuss einer Todeshandrakete. Ja, wusste ich. Wusste ich auch. Reparaturgefälle schon unterwegs. Habe ich schon mit gerechnet, mein Freund. Damit habe ich schon gerechnet, mein Freund. Mein Freund der Südsee. So, dann geht's auch ein bisschen schneller mit der Reparatur. Bleib doch da stehen, Mensch! Lass dich reparieren. Sei willig. Bau hat begonnen. Dass ich darauf nicht früher gekommen bin, ne? In Position. In Position. Es ist ja immerhin gut, dass er sich nur darauf konzentriert anscheinend. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis das Grüne da vergeht. Tut es. Dankeschön. Was machst du da? Alter, du sollst nicht tanzen, du sollst da hinfahren. Ja. Neue Bauoptionen. Oh nein, Alter. Das ist nicht wahr. Das ist nicht euer Ernst. Wenig Geld. Oh, das kann nicht wahr sein. Zahlungen sind eingegangen. Echt mal. Das ist nicht wahr. Ja, Kommandant. Das ist nicht wahr, ey. Guckt euch mal an, wie langsam die sind, ne? Guckt euch das an. Die sind so langsam. Trotzdem kriegen sie dich. Ja, Kommandant. Schallpanzer meldet sich. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht auf Mungo umstelle. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn seine Truppen wirklich so blöd sind und jetzt mein Schallwellenpanzer die ganze Zeit verfolgen, dann kann ich ihn ja von da weglocken und mein Pionier kann in Ruhe den Palast besetzen. Und anscheinend ist er so blöd. Beziehungsweise die sind wahrscheinlich so eingestellt, könnte ich mir vorstellen. Oder aber die bleiben da... Nee, die bleiben da stehen, okay? Das ist interessant. Also die haben tatsächlich... Es fängt ja auch noch an, Tanz da hinzulegen.
Kann ich aber mal Musik anmachen? Oh Mann. Zahlungen sind eingegangen. Ist es nicht wahr, ey. Okay, jetzt fährt er wieder zurück. Wird ausgebildet. Okay, er ist nicht so blöd, wie ich es mir vorgestellt habe. Beziehungsweise wie ich es mir erhofft habe. Okay, jetzt dreht er. Schade. Schadeleinchen. Aber eventuell haben wir jetzt doch noch die Chance, durch den Vordereingang, wohlgemerkt, ne? Nicht durch den Hintereingang, seinen Palast in Besitz zu nehmen und zu verkaufen. Das wäre doch mal was. Dann, Mission erfolgreich. Na super. Ich werde mir das mal ansehen. Geben Sie mir Deckung. Oder Mission gescheitert. Das wäre noch schlimmer. Wird ausgebildet. Sie haben... Ja! Das ist nicht zu fassen. Gute Arbeit, Commander. Das ist nicht zu fassen. Alter. Wir haben die Mission geschafft. Die Harkonnen sind endlich besiegt, ey. Durch so einen simplen Einsatz. Ey. Das ist nicht wahr. Ey. My Lord, der Sieg ist unser. Aber wir haben gerade von einem neuerlichen Verrat gehört. Berichte, ich höre. Der Kreuzer ist nach Arrakis zurückgeflogen und hat uns schmählich im Stich gelassen. Unsere dort verbliebenen Truppen werden jetzt gemeinsam von der Gilde und den Tailaxu angegriffen. Ohne den Kreuzer können unsere Fregatten nicht nach Arrakis zurückkehren. Wir sitzen hier fest. My Lord. Ich habe versagt. Ich werde selbstverständlich um einen Rücktritt... Rede keinen Schwachsinn! Wie hättest du das vorhersehen sollen? Unsere Kontakte zur Schmugglergilde von Arrakeen. Schuldet die mir nicht noch einen Gefallen? Da könnten wir doch was tun. Aber natürlich, my Lord. Mach dich an die Vorkehrungen. Ja, sofort. My Lord ist ein Genie. Wir besorgen uns ein Schiff der Schmugglergilde. Wir schmuggeln unsere Truppen einfach aus wie Schmuggelware. Kommt! Wir haben viel zu tun. Wir sind ohne entdeckt zu werden gelandet. Aber die Situation auf dem Planeten ist beängstigend. Die Tailaxu setzen auf dem ganzen Planeten Kontaminatoren und Egel ein. Die Nahrungs- und Wasservorräte aller Häuser wurden durch gefährliche Drogen vergiftet. Diese Drogen verwandeln die Menschen in hirnlose Kampfsklaven. Und die kämpfen jetzt für die Gilde und für die Tailaxu. Noch schlimmer, unsere Spione haben Gerüchte über eine widerliche Verschwörung gehört. Die Gilde und die Tailaxu experimentieren mal wieder mit den Sandwürmern in einer weit entfernten Anlage in der Wüste. Sie haben eine Verbindung entdeckt zwischen den Würmern und dem Spice. Sie planen eine Züchtung aus einem Menschen und einem Wurm, ein Wesen mit gottähnlichen Fähigkeiten. Sie nennen es Wurm-Imperator. Der Plan ist perfekt, es kann nichts schiefgehen. Ihr habt die Frau. Bringt sie herein! Darf mich nicht fürchten. Furcht lähmt den Verstand. Angst ist der kleine Tod, der Untergang und Vernichtung bringt. Dies Gesicht ist Blasphemie. Warum hältst du daran fest? Denkst du etwa, ich kann die Wahrheit nicht erkennen? Der Beweis war nützlich. Das hast du gut gemacht, Celix. Die Gilde wird das niemals vergessen. Die Tailaxu sind stets bereit, dem Höchstbietenden zu dienen. Ich hörte, dass du vom Wasser des Lebens getrunken hast, während du bei den Fremen warst. Dies Narkotikum, das von einem ertrinkenden Sandwurm im Moment seines Todes produziert wird.
Kannst du denn in deine eigene Zukunft blicken, meine Schöne? Ich habe keine Zukunft. Völlig richtig. Aber dein Lebenssaft schon, dein Wasser, es hat eine gloriose Zukunft. Es wird unserem neuen Wurm-Imperator bald große Macht verleihen. Macht, die nicht vorstellbar ist. Aber der Wurm-Imperator wird unsterblich sein! Sind alles, was noch zwischen Licht und Finsternis steht. Und zwischen Sieg und ewiger Sklaverei. Unsere Verbündeten, die Fremen und die Sadukar, werden in dieser Schlacht gemeinsam mit uns kämpfen. Haus X unterstützt uns ebenfalls. Hier dreht es sich schon längst nicht mehr einfach um einen Sieg für das Haus Atreides. Es ist inzwischen ein Kampf um die Zukunft der Menschheit. In der Sprache unserer Fremen-Freunde sage ich Baila Haifa. Lang leben die Kämpfer! Lang leben die Commander, Kämpfer! Commander, Sie kämpfen für die ganze Menschheit. Viel Glück! Lang leben die Kämpfer! 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 Es scheint mir, dass das die letzte Mission ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Es hört sich echt so an. Das wäre ziemlich komisch.